größten Mechanik, die neu reinkommt. Ein ganz neuer Kartentyp wird introduced in March of the Machines, und zwar der Battle-Kartentyp. Yes. Was sind ganz grundsätzlich Battles? Und wie verhalten die sich auf dem Spielfeld? Battles sind, also ich würde sie fast schon eine Mischung aus Verzauberung und Planeswalker beschreiben. Ja. Es sind Karten, die permanente sind, die ihr hinlegt. Und zwar wählt ihr einen Gegner aus. Ein Gegner oder ein Spieler? Ich bin mir ganz sicher, ob es auch auf sich selber zählen kann. Ich meine, es wäre ein Nee, es muss ein Gegner. Es muss ein Gegner sein. Und jeder Spieler, der nicht dieses Ding kontrolliert, kann es angreifen. Ja. Und das ist halt das Spannende danach, wenn da eben links unten sind Marken drauf gemacht, genau wie bei Planeswalkern. Und man kann sie genau wie Planeswalker angreifen und Spell-Damage draufschießen und so weiter und so fort. Sollte die letzte Marke runtergehen, triggert der Effekt des Battles. Invasion of Fiora, nehmen wir die mal, die sagt, wenn Invasion of Fiora enters the battlefield, choose one of both. Or both. Das ist schon ganz gut. Destroy all legendary creatures or destroy all non-legendary creatures. Ja. Das ist schon gut. Das ist schon krass. Genau, und wie gesagt, wenn dann die Lebenspunkte quasi da drunter sind, dann flippt das quasi rum auf die Rückseite. Und der Spieler, der die Battle ausgespielt hat, der bekommt dann quasi diese andere geflippte Permanente. Ich glaube, was noch relevant ist zu erwähnen, ist tatsächlich, dass der Spieler, den man quasi dem Battle aufträgt, der wird als der wird nicht, er ist nicht der Besitzer des Battles, sondern der ist der Protector oder bekommt permanent to protect oder to defend sozusagen. Genau, also derjenige darf dafür blocken, wie beim Planeswalker, darf Sachen halt, wie gesagt, drauf spielen zum Beschützen, wie bei Planeswalkern. Genau. Der Punkt ist, es gehört ihm nicht. Und das ist sehr interessant, weil es ist ähnlich wie bei Curses, wo du einen Spieler enchantest. Das Enchantment selber gehört weiterhin dir. Ja. Aber es enchantet einen anderen Spieler. Und hierbei ist es ähnlich. Du setzt den anderen als Battle ein und er darf dafür Dinge tun, zum Beispiel das Ding eben dafür blocken. Aber du als Spielerin, die das Ding gecastet hat, ist der Besitzer der Karte. Ja, genau. Und das ist halt, sehr, sehr spannend. Und halt vor allen Dingen, was halt sehr relevant ist, es gibt einen Battle-Untertyp. Und wir haben jetzt in diesem Set, in March of the Machines, haben wir nur Siege-Battles. Das bedeutet, dass halt eben es noch andere Typen geben kann, wo es so sein könnte, dass halt der Spieler, der das protected defended, dass der Owner wird oder so. Es könnte sowas sein wie Battle-Modus Raid oder sowas. Und dann hat es einen anderen Effekt und eine andere Grundannahme. Aber das ist erstmal nur, um diese Mechanik zu future-proven, falls man Battles nochmal irgendwann mitbringt. Was ja passieren werden soll, dadurch, dass es ja ein eigener Kartentyp ist. Denn Battles sind on the front immer Kartentyp Battle. Genau. Auf der Rückseite, da wo sie dann meistens hinlanden, die Belohnung sozusagen dafür, dass ihr das Battle gewonnen habt oder geschlagen habt, wäre jetzt in unserem Fall bei Invasion of Fiora, wäre die Möglichkeit, Marchesa Resolute Monarch zu casten. Genau. Für umsonst. Interessanterweise castet man die Karte. Das bedeutet, sie ist halt counterbar. Genau. Das heißt, man kann, das ist mal zwei Fenster quasi eine Battle zu countern. Erstmal beim Ausspielen des Battles und dann beim Flippen in dann die Kreatur in diesem Fall. Aber es gibt ja auch teilweise Sorceries und Planeswalker und Verzauberungen und alles Mögliche. Wie schätzt du Battles ein? Glaubst du, das wird viel Einfluss haben auf Magic? Kannst du es überhaupt schon einschätzen? Hast du schon im Kopf herum experimentiert, wie sich das anfühlen wird beim Spielen? Also für mich ist das so ein Commander-Ding. Es fühlt sich nach Commander an. Wir packen dir mal so den Boomer drauf. Dann hauen alle auf dich rum und ich hab was davon. Prinzipiell glaube ich halt, dass es vom
vom eigentlichen Spiel her weniger Einfluss hat, als gedacht ist. Und ich bin halt gespannt, wie hart sie es pushen wollen. Ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie halt nicht den Tribal-Spell-Weg gehen und sagen, ojo, jetzt haben wir halt mal Tribal-Spells gehabt. Ganz nett. Tamu-Golf +1/+1 gegeben. Job erledigt. Sondern ich glaube tatsächlich, dass sie gerade dadurch, dass es einen Untertyp hat, dass es Battle Siege ist, also Belagerung. Mhm. Was ja genau das darstellt. Dass es dadurch in Zukunft noch ein paar mehr Versionen von Battle geben wird. Wie du schon gesagt hast, sowas wie Raid, wo man dann praktisch als Raid-Gruppe einen Bonus bekommt für jeden, der ihn angegriffen hat. Da kommt dann Marken drauf oder so. Und alle in der Gegnertruppe müssen angegriffen haben. Oder Attack, dass man sozusagen sagt, okay, ich bekomme die und ich habe einen Bonus davon, wie bei einem Planeswalker. Aber alle anderen können halt das Ding dann weghauen, dann ist es halt weg. Dafür bekomme ich wieder was. Oder, oder. Es gibt ja so viele verschiedene Arten und Weisen, sich gegenseitig zu hauen, dass man halt wirklich sagen kann, okay, vom Prinzip her kann das halt noch sehr, sehr groß werden. Es kann natürlich sein, es ist, oh ja, jetzt haben wir mal Tribal Spells gemacht. Passiert. Ja, definitiv. Also ich habe auch meine Probleme, die so ein bisschen einzuschätzen. Ich würde es aber ein bisschen mehr auch Richtung Competitive Magic, zumindest Standard, sage ich jetzt mal, auch dahingehend sehen. Also von meiner Seite aus, immer wenn ich mir diese Battles angucke während der Preview Season, ich schaue eigentlich immer nur drauf, was die Frontseite macht. Mhm. Weil für mich ist das so ein bisschen wie die Ulti von einem Planeswalker. Die ist immer nice to have, wenn man mal wirklich hinkommt. Aber in den 99% der Fällen schaust du bei einem Planeswalker auf die ersten beiden Fähigkeiten, die du sofort machen kannst. Und ähnlich halt bei den Battles. Und aus dieser Sichtweise haben sie interessante Interaktionen, die sie dann quasi vergleichbar machen. Weil es in gewisser Weise sind es Sorceries, die aber gleichzeitig permanente sind. Wie zum Beispiel Invasion of Zendikar, 4 Mana Battle Siege mit 3 Battle Points, Lebenspunkte, ich weiß es nicht. Und das sagt quasi, when Invasion of Zendikar enters the battlefield, search your library for up to 2 Basic Land Cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle. 4 Mana, um 2 Basic Lands rauszunehmen, ist nicht das Beste, was wir jemals gesehen haben. Es gab, glaube ich, zu Ravnica-Zeiten halt so Sachen, die auch Basic Lands und Gates raussuchen. Mhm. Wir hatten Hour of Promise, was für 1 Mana mehr jede Landkarten raussuchen kann. Aber allein dadurch, dass das eine Permanente auf dem Feld ist, kann man das halt auch in gewisser Weise abusen, indem man Inversion zum Beispiel castet oder halt rammt, Turn 3 oder was, und danach flickert, den Effekt wiederbekommt, weil es ein Enter-the-Battlefield-Effekt, und man damit halt spielt, als wäre es eine Permanente. Und das ist halt was, wo ich dann wieder denke, okay, das könnte dann schon einen größeren Einfluss haben, wenn wir uns ein paar dieser Karten anschauen. Denn dann können die teilweise schon echt gar nicht mal so schlecht sein. Also, ich würde dir zustimmen, dass vielleicht jetzt die, die wir bisher gesehen haben, wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich glaube, was sind das, 35 Battles. Und die sind auch von Mythic Rare zu Uncommon überall vertreten und dementsprechend auch haben die verschiedene Fähigkeiten. Mhm. Aber wie gesagt, in den allermeisten Fällen, glaube ich, will man den Effekt sowieso, weil man alternativ eine Sorcery oder eine Instant spielen würde mit dem Effekt. Und wenn man dann zum Beispiel bei Invasion of Zendikar irgendwann mal dazu kommt, dass man einen Lightning Bolt, einen Lightning Strike in Anführungszeichen übrig hat und man kann dem 3 Schaden machen, kriegt man dann eben auf der Rückseite ein 4-4 Vigilant Haste Elemental, jetzt muss ich meinen Kopf hier so komisch drehen, der sagt, when this enters the battlefield, if it's a land in it, Moment. Oh, das ist so weird zu lesen. Ich muss ja sagen, ich mag diese Seitwärtskarten überhaupt nicht. Okay, Awakened Skyclave, so heißt die Karte. As long as Awakened Skyclave is on the battlefield, it's a land in addition to its other types. Und dann kann man es tappen für any color. Also man kriegt quasi ein Land mit raus, was halt Vigilant und Haste hat, was halt 4-4 ist. Und das ist halt so nice to have, indem man quasi 3 Schaden zum Beispiel opfert, um noch eine weitere Kreatur zu bekommen, indem man halt eben Instant Speed irgendwie der Invasion 3 Schaden machen kann. Und dass man es halt dann so ein bisschen, ja, ich glaube, dieser Hauptfall von wegen, ich spiele ein Battle, in der nächsten Runde greife ich das Battle an, dafür sind die teilweise auch, haben die zu viele Lebenspunkte. Also, wenn ich ein Battle habe, was halt 7, 6 oder 7, 5, 7 Lebenspunkte hat, denke ich mir auch, okay, das ist ein Viertel des Lebens von einem Gegner. Und dann überlege ich mir schon echt 3, 4 Mal, ob ich überhaupt quasi
das in Angriff nehmen möchte, den Schaden nicht an meinen Gegner zu verteilen, sondern in diese Invasion, nur um eine Rückseite zu bekommen, um dann was zu erreichen, um dann meinen Gegner mehr Schaden zu machen. Warum habe ich mir dann überhaupt die Arbeit gemacht und habe ihn nicht einfach direkt angegriffen? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist halt so ein bisschen, also das ist der Punkt, wo ich denke, okay, das ist ein bisschen weird mit dieser Mechanik. Aber ja, es ist auf jeden Fall spannend, dass sie jetzt was Neues ausprobieren. Glaubst du denn, das wird sowas wie Planeswalker sein, was jetzt irgendwie uns jedes Set irgendwie erwartet? Oder glaubst du, sie hören jetzt erstmal auf das Feedback, was quasi beim ersten Print so rauskommt? Also ich denke, sie hören auf das Feedback. Ich hoffe, dass sie auf das Feedback hören. Es ist nicht einfach zu sehen, ob sowas gut ist, ob sowas schlecht ist. Prinzipiell muss ich sagen, vom Gefühl her musste ich das jetzt nicht haben. Mhm. Aber da spricht wahrscheinlich auch der Old Grumpy Man aus mir mit früher war alles besser. Ich mag das, dass sie da so Veränderungen reinbringen, dass sie da sowas machen. Ich finde, sie hätten es auch einfach als Commander-Only-Sache machen können. Commander kann aber dann würden sie ja sowieso nach Legacy kommen auch. Ja, das wäre vollkommen fein. Es würde halt genauso wenig benutzt wie alles andere. Aber grundsätzlich muss ich sagen, es ist ganz cool. Ich bin halt gespannt, was sie draus machen. Wenn sie das weiterführen, dann sollen sie es bitte innovativ halten, jetzt nicht beim nächsten Mal wieder mit den Siege anfangen, sondern beim nächsten Mal wirklich eine geile Zeit draus machen. Ja, also ich bin halt immer bei so neuen Karten immer sehr gespannt, weil das natürlich auch sehr schnell eine Möglichkeit bieten kann, ja, dass es halt auch einfach broken ist. Also sollte man jetzt aus irgendeinem Grund es sehr schnell schaffen, eine Karte zu flippen, kann das halt auch echt ziemlich negative Folgen haben für Magic im Endeffekt. Ich meine, das schlimmste Beispiel ist halt so ein bisschen Companion, wo man dann auch irgendwie gesagt hat, okay, das ist so ein bisschen Constructed Commander in gewisser Weise, mit so ein bisschen lustig drumherum zu bauen. Und so sehen wir jetzt auch noch ein bisschen die Karten, dass wir denken, okay, es ist eine Sorcery auf einer Permanenten, die flippt, wenn man was übrig hat, so. Aber könnte natürlich auch genauso dazu führen, dass die ganze Mechanik irgendwie ähnlich, ich sag jetzt mal, cursed ist. Im Sinne von, dass das halt einfach nicht gesund für das Format ist. Also viele Leute beschweren sich bis heute über Planeswalker und sagen, dass das auch das Spiel verlangsamt, dass es unnötig ist, dass es halt keinen guten Einfluss auf das Spiel hatte. Und ich bin wirklich, glaube ich, dahingehend am meisten auf das Pre-Release gespannt, was sich dann da angeht, wie es sich dann anfühlen wird. Weil wir werden ja eine Battle-Karte in jedem Booster haben. Genau, und da bin ich halt mal drauf gespannt, was das da für einen Einfluss hat. Gerade weil es da halt auch im One-on-One getestet wird. One-on-One ist so eine Mechanik immer noch was anderes. Es fühlt sich sehr Multiplayer-Style an, so nach dem Motto, okay, ich greife die jetzt an, dafür kriege ich das und das von dir, oder hey, ich möchte, dass du diese Fähigkeit benutzt, oder. Mhm. Dementsprechend bin ich gespannt, was da tatsächlich am One-on-One wirklich hängen bleibt. Ja, absolut. Hast du denn Invasions, die du besonders spannend findest? Invasions? Battles. Die heißen alle in diesem Set Invasions. Deswegen hatte ich jetzt gerade beim Durchscrollen die ganze Zeit diesen Begriffen von Invasion gehabt. Aber wir hatten ja schon über Invasion of Fiora geredet. Es gibt auch tatsächlich hier so ein bisschen wieder diesen Plane Chase-Aspekt, dass Sachen auch genamedroppt werden. Also wir haben hier Mercadis, wir haben Shandala wird hier erwähnt. Also sehr viele so einfach Name-Dropping-Nostalgie-Geschichten. Mhm. Ich glaube, was ich halt wirklich noch spannend finde, ist zum Beispiel die Invasion of Ravnica. Es ist eine 5-Mana farblose Battle Siege mit 5 generischen Mana und 4 Battle Points, Lebenspunkte, wie auch immer. Was halt den Text hat, when Invasion of Ravnica enters the battlefield, exile target non-land permanent and opponent controls that isn't exactly 2 colors. Und das finde ich halt dahingehend spannend, dass wir diese farblosen Zerstörer bzw. Exile-Effekte hatten wir, glaube ich, noch nie so günstig. Es gibt natürlich so Klassiker wie Meteor Golem oder ich glaube, es gab noch so eine Learn-Geschichte, die aber auch irgendwie, ich glaube, 6 Mana gekostet hat. Und dahingehend finde ich es, oder 5 Mana, ach so, aber das war Destroy, aber hier haben wir quasi straight up Exile, ne? Genau. Das heißt, das wäre auf jeden Fall was man, wenn es wirklich problematische Permanente gibt,
Also auch, dass man halt target non-land permanent, also es trifft Enchantments, genauso wie Artefakte, Planeswalker und andere Battles. Mhm. Quasi kann man das halt wirklich auch gut treffen. Und wenn man dann 4 Schaden verteilt hat, haben wir den Guild Pact Paragon. Der sieht ein bisschen aus wie ein Transformer. Eine 5-5 Artifact Creature Construct mit dem Text: Whenever you cast a spell that is exactly 2 colors, look at the top 6 cards of your library. You may reveal a card that's exactly 2 colors from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order. Also bekommt man quasi ein 5-5, der einem ein bisschen Card Advantage sorgen kann, wenn man eben diese Restriktion von 2-Color Tribal quasi irgendwie erfüllt. Aber ich persönlich finde es halt wirklich die Vorderseite hier mal wieder am spannendsten, weil es halt wirklich so eine Möglichkeit ist, für 5 Mana, das ist schon teuer für ein Removal-Spell, aber in der Theorie in einem Mono-Blue-Deck sowas spielen zu können und einfach alles exilen zu können. Gerade in Commander ist das, glaube ich, was sehr, sehr spannend ist, oder? Ja, absolut. Also es ist schon sehr, sehr stark, glaube ich. Frage ist, ob es woanders auch so nutzbar ist. Ich glaube, so als Notfall-Button, also wenn man jetzt wirklich keine andere Möglichkeit hat, irgendwas loszuwerden, könnte man das eventuell im Sideboard spielen. Mhm. Aber das ist schon 5 Mana, ist schon extrem krass. Aber halt eben in diesen auch farblosen Decks in Commander werden davon echt krass profitieren, finde ich. Also ich glaube, diese Voraussetzung mit einem Permanenten, dessen Opponent controlled, mit was jetzt nicht genau 2 Farben hat, das trifft schon echt einiges. Also alles, was 3 Farbe ist, alles, was einfarbig ist, alles, was auch farblos ist, das ist davon echt, kann da echt von getroffen werden. Und yes. Alles, was wir vorher gesagt haben, trifft hier halt auch zu. Also man könnte das flickern für 5 Mana, beziehungsweise 5 Mana dann ausspielen, dann irgendwie flickern, wieder irgendwas exilen, ne? Und das halt auch unter Umständen mit Soul Herder oder sowas immer wieder wiederholen. Also das ist schon spannend. Was gibt's denn noch so für? Vielleicht können wir noch eine mit reinnehmen. Hast du gerade eine parat? Invasion of Segovia. Die finde ich ganz cool. Also Segovia ist halt ein 3-Mana, damit relativ gut playable. Eine Siege mit 4 Marken, die, wenn sie ins Spiel kommt, 2/1/1 blaue Kraken mit Trample erschafft. Das heißt, es bringt auch noch die Viecher mit, die das Ding halt irgendwie angreift. Und das stimmt. Wenn das Ding zerstört wird, beziehungsweise halt kaputt gemacht wird, kriegt man eben, also lässt Marken untergenommen werden, kriegt man eben eine 3/3-Karte, die sagt, Non-Creature Spells you can cast have Convoke. Das bedeutet, man kann danach die Kraken benutzen, um Spells günstiger zu machen. Mhm. Und zu Beginn des Endsteps enttappen wir bis zu 4 Kreaturen. Das ist natürlich für jeden Mono-Blue-Spieler, der nicht gratis Spells mit Force of Will oder Force of Negation zur Hand hat, godlike. Ja. Also sagen zu können, hey, zu Beginn jedes von meiner Endsteps enttappe ich diese 4 Kreaturen. Ich habe übrigens Convoke. Hier ist mein Counterspell. Das ist schon stark. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also es ist schon echt eine coole Sache. Und ich glaube, wir werden einige dieser Battles wirklich in Commander auch sehen, weil gerade so diese Effekte sind halt auch ziemlich stark. Und in Blau sich halt einfach durch Kreaturen einen Counterspell offen zu halten oder irgendeine Instant Interaction oder sowas. Ja. Kann schon spannend sein. Ich glaube noch nicht mal, dass sie im Commander stark ist. Ich glaube tatsächlich, dass man sie zum Beispiel auch im Brewerherz von Pioneer spielen kann. Denn wir haben in der letzten oder vorletzten Edition einen blau-roten 2-1er bekommen, der immer, wenn man einen Non-Creature-Spell castet, einen 1-1er mitbringt. Der kostet 2 Mana. Das heißt, ich spiele den für 2 Mana, spiele die hier für 3 Mana, kriege den 1-1er, haue die, habe 4 Kreaturen dann offen praktisch, mit denen ich das machen kann, und um sie kaputt zu hauen, um dann diese Kreaturen zu enttappen und schon zu countern. Also ich gehe davon aus, man kann da, oder mit einem Swiftspear Turn 1, dann wirklich starkes, geiles Deck zusammenbauen, wo man wirklich einen Blue-Red-Tempo-Control-Deck machen kann und dann halt nicht nur Counterspells spielen kann, sondern auch eben Burn-Spells oder ähnliches. Absolut. Und eine gute Mischung daraus könnte tatsächlich ein Blue-Red-Tempo-Battle-Deck geben, meiner Meinung nach. Ja. Eben, also absolut. Und vor allem diese Formulierung, dass die Instant und Sorceries halt eben Convoke haben und nicht, dass quasi die Kreaturen tappen für Mana, macht halt dann auch die ganzen Tokens, die dann Young Pyromancer oder der Iconoclast, machen die dann auch direkt nutzbar. Dass man halt durch einen Spell zum Beispiel 2 machen kann. Das heißt, man kann quasi 2 Mana Instant und Sorceries
for free casten. Man macht immer mit dieser Engine sozusagen genauso viele Tokens, wie man, die man quasi wieder convoken kann. Ja, ich sehe schon, was du meinst. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Oh, ja. Also, ja, auch da wieder halt. Ne? Das ist halt, sie bringt halt selbst auch noch ein paar Tokens mit, was halt auch halt nicht verkehrt ist, gerade in so einem Token-Deck. Also, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, also, ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, wir müssen halt wirklich abwarten, was halt das Pre-Release bringt, was so die ersten Wochen im Standard und auch in anderen Formaten bringt. Kann gut sein, dass man hier irgendwas übersieht mit Flicker-Shenanigans, mit Permanent-Sachen, mit auch so Direct-Damage-Geschichten. Also, was man eben auch Sachen machen kann, was halt jetzt eine Invasion oder eine Battle, muss ich sagen, eben nicht zum Flippen bringt, ist halt sowas wie Destroy Target Permanent. Das sorgt halt einfach nur dafür, dass die Permanente zerstört wird, aber nicht flippt. Yes. Auf der anderen Seite kann man Lightning Strike, Lightning Bolt oder andere Sachen eben schon sehr gut auf was richten und dann damit halt auch Instant Speed auch was flippen zur Not. Also es ist eine sehr, sehr spannende Mechanik. Es ist auf jeden Fall das Innovativste, was wir, glaube ich, mechanisch bisher gesehen haben. Alles andere war immer so im Rahmen der anderen permanenten Typen oder Instant und Sorcery Shenanigans, sowas. Also wir haben zum Beispiel irgendwie einen Commander gehabt, der auf der Rückseite ein Equipment ist und so weiter. Das ist so die meiste Innovation und jetzt hier mit einem komplett neuen Kartentyp. Glaubst du übrigens, das wird irgendwas sein, was sowas wie Atraxa oder Tarmogoyf wieder oder noch besser machen könnte, wenn man jetzt, sag ich mal, einen weiteren Kartentyp mit Atraxa fetchen kann oder wenn Tarmogoyf +1/+1 mehr kriegt, glaubst du, ist es irgendwie relevant oder glaubst du eher nicht? Boah, also ich kann mir vorstellen, dass irgendwer da draußen ein Atraxa-Commander-Deck mit haufenweise Battles, der nur darauf aus ist, jedem einen Battle zu geben und zu sagen, gib mir meinen Kram, das kann ich gut vorstellen. ich glaube aber nicht, dass es relevant ist. Ein Tarmogoyf zu stärken danach ist auch nicht so geil, weil man muss ja. Das ist ja das Krasse dabei. Man muss ja erstmal diese Battle triggern, dann den Reward abgreifen und da muss der Reward zerstört werden oder man muss den benutzen, damit dann der Tarmogoyf Runde 35 irgendwann mal +1/+1 kriegt. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eher unwahrscheinlich, aber ja, ein bisschen Free Value hier und da. Und wie gesagt, wenn ihr euch die Battles anschaut, schaut primär auf die Frontseite und schaut, wie ihr diesen Faktor, dass es eine permanente ist, irgendwie abusen könnt. Wenn es irgendwie irgendwann mal flippt, wenn, keine Ahnung, der Gegner hat irgendwie einen Platinum Angel raus und ihr habt kein Creature Removal, dann kann man das mal flippen und mal den Combat Damage irgendwo anders hinrichten, aber ja. Primär gucken, was so die Frontseite kann. Aber wie findet ihr die Battles? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wird Battles dafür sorgen, dass wir zwangsläufig wieder irgendwann eine Legendary Creature haben, die ausschließlich Battles spielen wollen? So wie wir Schreine und andere Specialty-Commander-Kreaturen bekommen haben. Und freut ihr euch auf die neuen Battles oder sagt ihr, das ist ein bisschen unnötig, braucht eigentlich nicht Magic the Gathering? Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord.